Wir versuchen auf sehr viele verschiedene Weisen das Stadtklima von Bern zu vermessen. Die Messstationen, die wir jetzt hier aufstellen, das sind wirklich, sage ich mal, das Kernstück. Aber sie werden auch noch von anderen Kampagnen, wie zum Beispiel Velokampagnen, begleitet. Das ist eine spannende Kampagne, da tun wir einfach einen Sensor hinten an das Velo montieren und fahren damit 24 Stunden durch Bern in 12 Stunden Schichten und schauen dort, wie sich die Temperaturen verändern. Wir sind eine Gruppe von Studenten und wir haben jetzt hier einen Feldkurs diese Woche. Alle Messungen, die wir dann jetzt machen, die fließen ins Urban Climate Projekt rein. In diesem Feldkurs machen wir Messungen, wie zum Beispiel das mit dem Velo. Mit der Drohne haben wir jetzt an verschiedenen Standorten Oberflächentemperatur gemessen. Es gibt natürlich viele wissenschaftlich interessante Fragestellungen, die wir mit diesem Projekt angehen können. Zuerst wollen wir mal wissen, wo sind die Hotspots überhaupt in der Stadt Bern? Und nachher wollen wir wissen, warum sind die Hotspots? Wir wollen ja wissen, wie sich eine Stadt abkühlt. Wo wird Kaltluft gebildet? Wie tut sich die Kaltluft der Wegbahn und wie weit kommt sie überhaupt? Und nachher hat es auch einen meteorologischen Teil. Wir wollen wissen, wie unterscheidet sich zum Beispiel eine Hitzewelle Anfangssommer, wenn vielleicht die Böden noch feucht sind, die Vegetation noch ganz anders. Gegenüber einer Hitzewelle vielleicht im August, wenn vielleicht alles ausgetrocknet ist. Die Uni Bern hat in den 70er Jahren, 1972 bis 1976, schon mal Stadtklima gemessen in Bern. Ein Projekt gehabt, das auch sehr stark aus der Anwendung kam, aus der Raumplanung. Aber es ist dann nicht um Sommerhitze gegangen, es ist dann um Schadstoffe gegangen, um Durchlüftung, Wintersmog eben. Aber man hat zum Glück das Messnetz, das hat man im Sommer laufen. Wir haben auch so Sommermessungen. Die Daten sind dann noch auf Papier aufbewahrt worden, sodass wir die heute noch haben. Und so haben wir jetzt quasi einen Querschnitt Bern-Stadtklima vor 50 Jahren und Bern-Stadtklima heute. Im Moment ist Stadtklima natürlich ein Thema, das überall aufkommt. Die Fragestellungen, das drängende Problem kommt von der Praxis eigentlich, wie man jetzt umgeht mit dem Stadtklima. Unsere Erkenntnisse haben sicher Sachen drin, die bernspezifisch sind. Aber wir hoffen natürlich schon auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die angewendet werden können auf andere Städte. Sei das zur Frage eben von der Kaltluftbildung oder ganz sicher auch die methodischen Fragestellungen, wie man so Daten kombinieren kann.